Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Das reimt sich. Ihr seht dieses Video jetzt gerade, 10 Minuten nachdem der letzte Versuch in Spa-Francorchamps online gegangen ist. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach das Training mit und zocke das jetzt direkt im Anschluss hier einfach weiter, nach Schnitt und Co. der letzten Episode in Spa. Ihr werdet zwischendurch wahrscheinlich noch eine Episode in Willow Springs gesehen haben, aber da wir jetzt eh auf 3 Accounts unterwegs sind, und das ist jetzt der 3. Account, ich hoffe, ich habe irgendwann einen 5. Wagen, einen Opel. Für die Leute, die kein YouTube-Drama verfolgen, ist es jetzt wahrscheinlich sehr random und out of context, egal, trotzdem hoffentlich lustig. Willow Springs werde ich zwischendurch veröffentlicht haben, aber es ist ja aktuell, es folgt ja jetzt nicht unbedingt einem roten Faden rein chronologisch, deswegen kann ich die Folge ja jetzt auch gerade aufnehmen und ein bisschen später dann einfach für euch hochladen und Willow Springs dazwischen quetschen. Einfach damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben, damit es ein bisschen alternierend ist. So, eine Sache ist mir aufgefallen. Der Porsche hat ja 722,34 Leistungspunkte. Das heißt, falls die jetzt nicht angeglichen werden, bin ich beim letzten Mal mit dem drittschwächsten Auto gefahren. In Anbetracht dessen, dass wir nur so 5 Sekunden hinter der Spitze am Ende waren, müssten wir es jetzt eigentlich im Subaru schaffen. Aber jetzt steht da 599 Leistungspunkte. Also vielleicht werden die auch wieder angeglichen. Weiß man nicht. Eine Sache weiß man allerdings schon. Wenn man jetzt auf die Freundesrangliste geht, dann ist der Subaru sehr stark. Wenn man jetzt auf die Top 10 geht, dann ist der Subaru ebenfalls sehr stark. 3-mal Beetle, 7-mal Subaru ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das schlechteste Auto für dieses Rennen. Insofern können wir, glaube ich, ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, warum der so stark ist. Vielleicht müssen wir nicht stoppen. Ja, vielleicht sparen wir uns einen Stopp. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Wir gucken jetzt auf jeden Fall einfach mal, wie weit wir kommen. Auf unserem 3. Account und wo die Reise jetzt hingeht. Also, legen wir los. Auf P13 startend. Ich bin noch nie mit dem Subaru gefahren. Er ist auf jeden Fall beim Anbremsen, Rausbeschleunigen relativ entspannt. Der Porsche ist ja beim Rausbeschleunigen ein bisschen twitchy. Und ich nehme den Medium-Reifen mit, weil im Zweifel wechseln wir nochmal auf die Soft. Oder wir können auf dem Medium komplett durchfahren. Und ich sehe noch nicht den Abstand zur Spitze. Ja, jetzt sehen wir es. 25, 3, 1. Ja, wir holen hier mächtig auf. Ich glaube, die sind aber auch auf Camel Straight gestartet. Wow, und wir haben 260 km/h als Topspeed. Das, obwohl ich verhältnismäßig früh auch runtergegangen bin mit dem Sprit. Stark. Okay, Traktionskontrolle ist aus, sehr gut. Also der liegt sehr gut. Ich bin Ewigkeiten nur mit dem Porsche und dem Mercedes gefahren, beziehungsweise das sind die Autos, mit denen ich am besten klarkomme. Mit der Corvette habe ich es auch schon ein paar Mal versucht, BMW und so. Ich muss tatsächlich sagen, BMW und Porsche, auch wenn die Fahrzeugphilosophien nicht weiter auseinander liegen könnten, haben mir mit am besten zugesagt. Wir haben 25 Sekunden glatt an Rückstand. Was natürlich bei diesem Rennen besonders ist, ist, es kann auch random anfangen zu regnen. Ergo, es könnte auch sein, dass wir jetzt hier Regen bekommen, obwohl wir es im letzten Versuch nicht hatten. Wäre natürlich für die Qualifizierung in der Bestenliste jetzt ungünstig. Aber ja, wäre jetzt auch kein großes Problem. Suzuki ist auf 1. Wir haben 23 Sekunden Rückstand. Also das Auto ist schon sehr schnell. Und obwohl wir gerade auf dem niedrigsten Motormodus sind, holen wir hier trotzdem mächtig auf. Wahnsinn. Also die erste Position haben wir relativ spät gut gemacht im Vergleich zum Porsche-Versuch. Alter! Geht klar, aber ich quetsche mich hier trotzdem mal durch, Porsche. Wenn es beliebt. So, spätestens wenn wir hier Orange hochrasen, werden wir wieder unglaublichen Überschuss haben. Ja, und bereits davor haben wir einen guten Überschuss gehabt. Und Kimi ist super aufgeregt. Keine Ahnung warum. Der feuert mich hier im Hintergrund gerade mächtig an. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wir haben 20,5 an Rückstand. Aber wir haben auch sehr viel Sprit verbraten. Also der Boxenstopp wird auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen. Ist auch okay. So. Bisschen den Windschatten hier nutzen. Ja, der Subaru ist auf der Geraden echt stark. 20,2, 20,3.
Wir sind übrigens auch hier auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad unterwegs. Also nicht, dass ihr denkt, ey, der Dave knallt jetzt den Schwierigkeitsgrad runter und tut so, als wäre der Subaru richtig krass. Ich bin mal auf die Zeiten gespannt. 2.18.0 ist auf jeden Fall so als erste Runde schon mal not bad. Aber da hat man, glaube ich, noch eine etwas schnellere Zeit, als man sie später dann haben wird, weil man... Also weil die Zeitenmessung ein bisschen später anfängt, unmittelbar nach Rennstart dann. Beziehungsweise zum Rennstart, aber die ist dann unmittelbar nach Startziellinie erst. So, für Piff Puff wieder Motormodus runter. Natürlich wieder relevant für möglichst optimale Boxenstoppzeiten, dass wir nicht so lange nachtanken müssen. So, 20,6 der Rückstand. Also ich könnte mir vorstellen, der Topspeed-Unterschied, der ist so riesig tatsächlich, dass vielleicht dieses Thema Leistungspunkte wirklich einen entscheidenden Unterschied macht. Und dass der Subaru hier wirklich deutlich besser ist als der Porsche. Ich meine, das andere Auto, was in den Top 10 vertreten war, war der Beetle und der hatte im 0,0x-Bereich Unterschied an Leistungspunkten zu diesem Auto. Ergo wäre es jetzt nicht das Verwunderlichste, wenn der Subaru, mit dem auch der Nations Cup dann gewonnen wurde tatsächlich, hier das schnellste Auto ist für dieses Event. So, 20,9. Weiter geht's, aber wir werden auf jeden Fall nachtanken müssen. Hatte ich gerade nicht im 20-Sekunden-Bereich Rückstand? Warum ist Moisov jetzt der schnellste? Der war im letzten Rennen super schlecht, den haben wir nach unserem Boxenstopp direkt überholt und haben 20 Sekunden rausfahren können. Genau die Zeit, die uns jetzt hier gerade fehlt. Allerdings haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, um das alles aufzuholen. So. Ja, Sasaki. Kann ich hier in der Rechtskurve vorbei? Ich muss mich halt ein bisschen durchquetschen, weil... Im Zweifel ist das vielleicht eine Sekunde, die mir am Ende fehlt. Oder wir versuchen halt den Boxenstopp gerade ein bisschen zu verkürzen. Anstatt an hoffnungslosen Stellen zu überholen, aber fahr doch mal jetzt, Mensch! Nicht einschlafen! Genesis kann schneller fahren. Das habe ich selbst erlebt. Da hätte ich selbst in den Straßenautos besser unterwegs sein können hier. Oh, als der mit seiner Kiste. Ah, oh, das ärgert mich. Sasaki, komm schon. So, okay, ich sende jetzt hier einfach in. Ist egal, was passiert. Sehr schön. Weiter pushen. Übrigens gerade eine 2.18.3 gefahren. Das bin ich hier Porsche auf weichen Reifen mit Low Fuel am Ende gefahren. Also, die Karre ist auf jeden Fall sehr schnell. 2 Sekunden gerade langsamer, weil Verkehr. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wie viel Zeit sowas kosten kann, ne? Mal ganz kurz geschaut. Okay, ganz kurz Wetterradar. Okay, jetzt kommt wieder aus dem Osten die Regenfront. 1,9 tatsächlich im Mittelsektor verloren, also das ist bitter. Aber Gallo hier auf der Geraden überholen können, easy snack. Und wieder 20,5 Sekunden Rückstand. Also, schnellste Runde bleibt bei mir für den Moment. Hoffnung ist also definitiv da, dass ich hier jetzt am Ende nochmal mächtig die Pace anziehen kann. Vor allem habe ich jetzt im zweiten Sektor ja super viel Zeit verloren und im letzten wieder ein bisschen was aufgeholt. Also alles gut. Können wir gleich nochmal kurz schauen, ganz kurz. Ja, 3/10 in Sektor 3 gut gemacht. Ich komme jetzt natürlich auch immer besser mit dem Auto klar. Das könnte eine Penalty geben. Bin vom Gas gegangen und das hat anscheinend geholfen. Okay, das Spiel hat da sehr viel Kulanz. Sehr schön. Boah, wir sind jetzt sehr dicht dran, schon am P3. Uiuiui. Okay, das sind jetzt sehr ungünstige Kurven, um auf die Gegner hier aufzulaufen. Zwei haben wir jetzt schon, sehr schön.
Und Nelly kann ruhig hier innen verteidigen. Der wird da so langsam reinfahren in die Kurve, weil der so einen spitzen Winkel zum Anfahren gewählt hat, dass ich da easy vorbei kann. Okay, ist auf jeden Fall wohl ein bisschen random, welcher Fahrer von den E-Sports-Dudes hier gerade wie schnell ist, weil Brea war im letzten Versuch sehr schnell. Hat das Rennen, glaube ich, auch dann ultimativ gewonnen. Und jetzt ist es gerade Moistov, der hier mächtig das Tempo vorne angezogen hat. Nur 3/10 hinterher, trotz vielen, vielen Fahrzeugen vor der Nase. Man lernt auch für Verkehr dazu. Ist etwas, was für Endurance-Rennen überhaupt nicht zu vernachlässigen ist. Man denkt sich oft, ja ey, wenn ich die Strecke einfach nur schnell fahren kann, dann reicht es für so ein 24-Stunden-Rennen. Muss halt auch lernen, wo kannst du überrunden, wo nicht. Und das entscheidet dann am Ende auch mächtig darüber, wie es mit der Pace aussieht. Ob mit oder ohne Blauflagge-Regelung. So, jetzt... Oh. Wieder auf die Pause-Taste gedrückt. Bin mal gespannt, wie oft mir das noch passieren wird. So, ein bisschen hinterher sein hier. In Rouge möchte ich eine Sekunde etwa Rückstand haben. Dann können wir am Exit schön den Schwung mitnehmen, weil er bremst jetzt an. Vorausschauendes Dominieren hier. So, 3 Runden haben wir auf jeden Fall noch. Boah, die Regenfront kommt dann erst. Also... schwierig. Ja, also mit dem Porsche, weiß ich nicht, da hatte ich auf jeden Fall 10-15 km weniger Topspeed, glaube ich. Dran an Suzuki. Alright. Wir sind auf einem guten Weg. Ich würde hier gerne noch eine Runde extra fahren, aber egal wie viel Sprit ich spare, ich werde nicht noch eine extra Runde dranhängen können. Ich will halt mir möglichst viele Optionen freihalten für die kommende Regenfront, dass man da im Zweifel halt nochmal länger draußen bleiben kann. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist fast egal, wie viel ich jetzt anspare, oder? Ich werde definitiv reinkommen müssen. Wobei, ich kann mal versuchen, hier auf Stufe 3 oder so zu bleiben. 2,5 verbleibende Runden. Wir haben 11%, die wir pro Runde verbrauchen können. 10 bis 11. Mal schauen. Probier es da trotzdem mal mit Lifted Coast. Obwohl, in Gran Turismo, glaube ich, der Spritmodus immer deutlich mehr bringt als Lifted Coast selbst. So, 32% Sprit. ...10,5 Sekunden Rückstand. Ja, hier muss ich eigentlich ein bisschen mehr pushen. Ja, ey, wir sind hier schon bei 2,40 oder so. Da bin ich im Porsche auf Stufe 6 hier auf der Geraden bei 2,40 rumgekrebst. Ja, wir haben hier definitiv 10 km oder so mehr Topspeed. Okay, Regenfront lässt wohl noch auf sich warten. Ist jetzt trotzdem kein großes Problem, einfach mal ein bisschen Sprit zu sparen, weil im Zweifel dauert der Stopp halt nicht so lang. Und das Auto hat so viel Power, dass wir jetzt nicht unbedingt den Sprit brauchen werden. Rückstand bei 8,5. ...7,3 Sekunden. Wow, wir holen richtig auf jetzt. Hat der Softreifen drauf? Das können Sie erklären, dass die jetzt vielleicht komplett durch sind.
Könnte auch erklären, warum er am Anfang so schnell war. Sechs Sekunden glatt. Okay, 1,8 Runden, also aktuell sind wir schon tatsächlich ganz gut durchgekommen mit dem Versuch, eine Runde zu extenden. Jetzt haben wir immer noch etwa 11% pro Runde, die wir verbrauchen könnten. Wenn ich ein bisschen mehr spare, geht da eventuell sogar noch eine Runde mehr. ...21% Treibstoff. Okay, es wird nicht regnen. Komplette Planänderung. Wir ziehen voll durch. Eine Runde jetzt flat und nächste Runde, oder am Ende dieser Runde geht's rein und die nächsten drei Runden fahren wir auch voll durch. Können eine Penalty geben? Belastend. Ich hatte immer im Kopf, ey, wenn du auf dem Curb noch bist, dann geht's, aber anscheinend nicht. ...3,1 Sekunden, 3,0. Ich möchte halt gucken, was ich jetzt auch in dieser Runde gesamt verbrauche an Sprit. Einfach damit wir das jetzt auch am Ende der Runde abschätzen können, wie viel wir nachtanken müssen, wie viel Prozent im Tank am Ende sein muss. Ich bin halt einfach gleich vor dem. Stavolo, geiler Name, wie ich finde, nach wie vor. Vorbei am Kollegen hier. 13. persönlich verbessert, also immer noch persönliche Bestzeitregion hier. Autsch. Ja, direkt hinter Moisov, alles gut. Also, wir haben es jetzt geschafft, etwa 13-14% in dieser Runde zu wasten. Ah, er signalisiert, dass er an die Box geht. Echt? Komm, ich bin mal nicht Asi. Oh, ja. Rudi! Ich hab Damage! Okay. Wir brauchen etwa 42% am Ende an Sprit. Oh, er hat 3% nur noch. Okay, kurz mal Pause. Damit ich nicht die X-Taste aus Versehen betätige, nehme ich die Hände vom Lenkrad und nehme einen Schluck feige Apfel. Bald die Sommeredition mutige Apfel. So. Auf geht's, Leute. Schöne Farbkombo, by the way. Pink und Blau gefällt mir. Auf geht's. Let's go. Oh, Moisov ist hinter mir. Er musste mehr nachtanken. Oh, aber es war sehr knapp. Schaut es euch mal an. Das ist wirklich super, super eng gewesen. Okay, ganz kurz. Oh, oh. Ich wollte hier die Sprit sparen, weil jetzt das hier passiert. Und ich will nicht, dass das hier passiert. Ah. Chaoten. Bremsen für Rouge. 12 Sekunden zur Spitze, by the way. So, Gallo. Komm ein bisschen weit raus. Ich halte jetzt überall die Nase rein. Sorry, Mate. Wir wollen das Ding hier gewinnen. Okumoto, auch für dich. Sorry. Ich werde hier rein diven. Oder auch nicht. Ah, danach überholen geht er auch. Hola, Bonelli.
Um dir. Ja, also mit dem Subaru ist auf jeden Fall easier als im Porsche. Wenn man so will, habe ich im Porsche beim letzten Versuch einfach den Versuch gewagt, mit dem schwächsten Auto oder mit dem am schwächsten gebobbten Fahrzeug das Rennen zu gewinnen. Ist auch okay, ich bin da nicht mad, aber mit dem Subaru ist es halt gerade sehr easy im Vergleich. Vier Sekunden zur Spitze. Wankelsound ist auch einfach immer geil. Und Moisov jetzt nach dem Boxer wieder super slow im Vergleich. Ja, die harten Reifen lohnen sich hier halt null. Ich glaube, die schnellste Strat wäre halt tatsächlich Soft-Soft. Nach 5 Runden auf die Softreifen, nochmal auf frische Softreifen dann und einfach durchfahren. Aber wir haben zum zweiten Mal jetzt keinen Regen hier gehabt, ne? Ich gehe mal jetzt auf einen niedrigen Motormodus. Ich möchte für die letzte Runde definitiv genug Sprit haben, um voll durchpushen zu können. So, ganz kurz. Ja, Wetterradar, kein Regen mehr für dieses Rennen. Der ist auch super stabil. Also auch beim Rausbeschleunigen. Der macht hier gar keine Zicken. Richtig geile Karre. So. Sehr schön. Vorbei am Beetle. Ja, Ziel ist am Ende der Runde so 15% Sprit bereit zu haben. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich die gesamte Runde vollfahren kann, aber wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn dem so wäre. Ich möchte aber gucken, was zeitentechnisch hier drin ist. Im Porsche war halt eine 2.18.1 drin mit Softs. Da bin ich eine Runde früher reingegangen, aber der Spritunterschied ist recht unerheblich, würde ich behaupten. Und jetzt bin ich halt mit komplettem Spritsparen bei Kurs 2.17.9 etwa. Also, da geht schon nochmal ein bisschen was. Okay. Auf geht's. Letzte Runde. Versuch für die schnellste Runde nochmal. Volles Programm. Wir fahren auch wirklich die Quali-Linie vor Kurve oder in der letzten Kurve, so. Ganz außen anfahren. Bisschen mehr Schwung mitnehmen. Auf geht's. Und Brea an der Box. So, let's go. Es könnte jetzt regnen, oder? Ah, nein! Der Regen kommt von Süden! Ja, aber die Topspeed ist der Wahnsinn, ey. Also allein daran merkt man, wie viel krasser hier diese Kiste ist als der Porsche. Zumindest für dieses Event. Also definitiv den nicht den Porsche nehmen, Leute. Event läuft ja noch eine Weile. Nehmt da lieber den Subaru. Fünf, sechs nach hinten. Ich glaube, mit Soft-Soft wären hier sogar noch so 5 bis 10 Sekunden für die Gesamtzeit drin. Kann man auch viel schneller fahren. Und wenn ich mich ein bisschen klüger im Verkehr anstelle, ich denke, so 10 bis 15 Sekunden Zeit kann ich in diesem Event noch rausholen im Vergleich zu der jetzigen Endzeit dann, die wir holen werden. Das war nicht ganz optimal hier, die Double Gusch. Piff Puff auch. Apex ist Lava gespielt jetzt. Der Wagen frisst halt Sprit wie Hölle, ne? Aber dafür hat er halt auch Leistung dann wie Hölle. Bro, das ist 2,5 Sekunden schneller
Was? Oh oh, ich muss beim Sprit aufpassen. Oder? Oh Mann. Regnet's jetzt noch? Oder? Ey, ich bin eine 2.15.2 gefahren. Wahnsinn, ey. Aber wie viel fehlt da bitte zu den E-Sports-Fahrern? Wow. Krass. Ja, also GG an Nico. Das sind übrigens alle Leute, die mich dann für den Stream geaddet hatten. Damit man sich da auch mal mit meinen Zeiten vergleichen kann. Können wir gerne hier weiterführen. Gerne eine Freundschaftsanfrage an... Ich habe keine Ahnung, wie der Account heißt. An... Wie heiße ich hier? An diesen Account schicken. Ich guck's zur nächsten Folge nach. Vielleicht wisst ihr es schon seit der Willow Springs Folge. Mal schauen. Ja, und Top 10 Stars. Also, ja, wie gesagt, wenn ich da noch 15 Sekunden etwa rauskitzeln kann, fehlt halt trotzdem... Also jetzt gerade fehlt mir eine gute Minute zu Prima Doktor. Aber Prima Doktor klingt auf jeden Fall auch nach 1,8 Millionen, die wir aufs Konto bekommen. Nice. Nee, Prima Doktor klingt auf jeden Fall nach einem Arzt, dem man vertrauen könnte. Also, so könnte man ja seine Zahnarztpraxis nennen. So ein bisschen wie Dr. Best. Ah, ich habe gerade gesehen, die Kohle in Besitz. Das heißt, du kannst die Preisgelder nur einmal absahnen. Schade. Da wir drei Accounts haben, können wir das dreimal schaffen. Easy. Nee, Prima Doktor wäre ein guter Name für die Praxis. So ein bisschen wie auch Dr. Best ein guter Name ist für eine Zahnbürste, weil wer will was anderes als das Beste für seine Zähne? Ah, wir kriegen den kleinsten Betrag. 2000? 5000? Ich glaube 5000. Ja, 5000 ist okay. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, weil mehr Geld ist immer schön. Aber hey, machst du nichts. Wir haben 5 Millionen auf dem Konto. Auf unserem dritten Account. Das ist auch sehr nice. Und eine Sache gibt es übrigens auch mittlerweile. Nämlich gebrauchte Autos verkaufen. Du kannst deine Autos mittlerweile auch verkaufen. Und ich verstehe... nicht ganz, wie das jetzt mit dem Wertgutachten-Dingsbums zusammenhängt. Weil, I don't know, warum muss man da jetzt auch irgendwie so eine... Warum haben die unterschiedlich viele Punkte? Keine Ahnung. Aber an für sich würde ich halt sagen, mach doch keine Dings draus, so. Du musst ja nicht unbedingt ein... Oh, sagt's bitte selbst, ey. Man muss daraus keine Wissenschaft machen. So, jetzt haben wir's. Man könnte auch einfach sagen, jo, ey, du verkaufst halt deine Karre und fertig. Und, ja, nichtsdestotrotz ist ein nettes Feature, dass es dabei ist. Aber an für sich hätte ich halt gesagt, lass mich einfach Autos verkaufen und gut ist. Oh, wir haben zweimal die Gruppe 3 Corvette. Die kostet 170.000, also das ist schon not bad. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was saven. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall für das Format, das ich in der letzten Folge angesprochen habe, dass wir auch jedes Auto wirklich im kompletten Standardzustand haben. Das heißt, die Autos sollen bitte nicht getuned sein, damit wir die ganzen Performances untereinander innerhalb eines Herstellers vergleichen können. Das wäre so ein bisschen mein Wunschgedanke. Ansonsten, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raus, haben wir nächste Woche dabei sein. Bis zum nächsten. Ciao.